Dann wollen wir mal weiter die Stadt erforschen. Wir wollten nach Nordwesten den Bereich hier aufdecken. Da unten ist wahrscheinlich nur ein kleiner Fitzel, aber das könnten wir auch gleich machen. Also dahin, danach da ziehen und dann einmal hier an der Stadtmauer lang gehen. Und danach sollten wir herausfinden, wie dieser Stadtteil heißt. Denn anscheinend sind diese Bereiche hier ja alle von diesen Zollbrücken oder dergleichen abgetrennt. Das heißt, wir könnten vielleicht innerhalb dieses Bereiches in der Taverne herausfinden, wie dieser Bereich gerade heißt. Aber ja, erstmal Schritt für Schritt nach Nordwesten. Da schauen wir uns um nach Tavernen, nach Herbergen. Genau, so wie du. Schankstunde von 16 bis 3 Uhr. Na gut, wird notiert. Also, dass da eine Taverne ist. Und da ist ein Heiler. Da ist noch eine Schankstube. Hier ist eine Herberge. So, das Teil hat man also auch schon aufgedeckt. So, jetzt nach Nordosten durch. Und nicht auf den Marktplatz. Nordosten, da so. Und nicht hier auf dem Marktplatz, da waren wir ja schon. Sondern hier die kleinen Gassen zwischendurch. Noch eine Herberge. Wir können hier immer wieder unser Glück versuchen. Nö, keine freien Betten mehr. Apropos unser Glück versuchen. Wir sollten mal aufschreiben, wo es keine Betten mehr gibt. Hotel, Kreuzer und Dukat. Können wir was dazu schreiben? Ja, können wir anscheinend. Belegt. So. Das können wir jetzt nach und nach bei jeder Herberge dazu schreiben, weil irgendeiner muss doch Platz haben. Und wenn es nur im Keller ist oder auf dem Dachboden oder in der anliegenden Scheune. Auch wenn hier wahrscheinlich für Scheunen kein Platz ist, aber war da nicht gerade... Ah, ein Schmied. Okay. Und ich glaube, wir sind schon wieder zu weit gelaufen. Ha, ha, ha. Ihr seht, wie einige Schritte vor euch ein junger Mann einen kleinen prall gefüllten Beutel verliert. Wollt ihr den Beutel aufheben oder einfach weitergehen? Wir gehen mal einfach weiter. Plötzlich stoppt euch eine Patrouille der Stadtgarde. Ihr habt diesen Beutel verloren. Wollen doch einmal sehen, was ihr daran befindet. Ah, Tonnes. Wir haben sie nicht verloren. Der Besitz von Tonnes ist in Lovang verboten. Ein Tag Haft. Es sind einige eurer Ausrüstungsgegenstände konfisziert worden. Sind sie? Gucken wir mal. Erstmal sind wir jetzt wieder unten bei der Wachstube. Aber wir haben ja nur... Nein! Das ist jetzt echt nicht nett. Das Rezeptbuch ist weg. Mensch, na gut. Die werden wir uns alle wieder mühselig zusammensuchen müssen. Aber wir haben ja eh nicht so viel Alchemie betrieben. Also, wir haben jetzt hier das Stück aufgedeckt und hier sind wir gut vorangekommen. Ich werde jetzt übrigens wieder anfangen zu springen, einfach um die Zeit hier ein wenig zu verkürzen. Sonst verbringen wir echt 10, 20 Folgen mit Stadt aufdecken. Das heißt, wir gehen erstmal jetzt hier nach unten und decken dann diesen kleinen Fitzel auf. Auch wenn ich glaube, dass da gar nichts ist. Aber Terik will komplette Karten haben, also machen wir das. Westen. Genau. Oh. Wer ist am schönsten hier? Nicht ihr. Du siehst voll verprügelt aus. Na gut. Stopp. Wir wollten da eigentlich um die Ecke gehen, aber da ist nichts. In diesem alleinstehenden Haus wollten wir eigentlich schon mal rein, oder? Gucken wir kurz. Ja, Gesindel macht, dass ihr fortkommt. Ja, solche hervorgehobenen Häuser eignen sich meistens ganz dazu, irgendwelche besonderen Sachen da reinzustecken, also NPCs oder dergleichen, aber hier wohl nicht. So, wir wollten einmal an der westlichen Wand lang. Da war ja auch noch recht viel unentdeckt. Und es ist wieder morgens. Wir haben hier die ganze Nacht in Gefangenschaft verbracht. Eigentlich wollte ich ja die Zeit rumschlagen, bis die Tavernen aufhaben. Jetzt dürfen wir das Ganze nochmal machen. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und sonst verkriechen wir uns in irgendeine Ecke und schlafen für ein paar Stunden. So, hier haben wir einen Weg nach Westen und einen Weg nach Norden durch einen Torbogen durch. Ich denke mal, da kommen wir in einen anderen Stadtteil. Da geht's weiter? Nee, da geht's nicht weiter. Hier ist der obere linke Kartenrand. Da ist wohl der Ausgang.
Feste Lowang. Nee, das wollen wir nicht. Und da ist das Nordtor. Gut, dann gehen wir mal da hin und gehen jetzt nach Osten durch. Da. Mal kurz hier reingucken. Ein Gemischtwarenhändler. Nee, ich kaufe mir jetzt kein neues Rezeptbuch. Das wird eh nur wieder geklaut. Aber das mit den Beuteln ist echt fies. Also wenn wir sie aufheben, sind wir schuld, denn es ist unser Tonnes. Wenn wir weitergehen, ist es unser Tonnes. Was war die nächste Option? Wir könnten noch es aufheben und ihm wiedergeben. Aber ich denke mal, der ist einfach schnell genug weg und dann werden wir auch verhaftet. Willkürherrschaft. So. Das hätten wir auch alles. Nur ganz kurz dahin. Ja, da ist eine Wand. Ich wollte es nur auf der Karte haben. So, was ist das da? Nur ein graues Haus? Hm. Das sieht auch wieder wie ein Tor aus. Da springen wir auch mal kurz hin und gucken nach Osten. Norden, Osten. Ja, es ist ein Tor. Und ja, wir müssten... Ha, eine Opferschale steht direkt neben der Brücke. Es liegen ein Gehelle darin. Wollt ihr auch etwas spenden? Ja, ein Heller. Also hier muss man wohl nichts zahlen. Aber nur für den Fall, dass es irgendwie für die Götter ist, sollte man schon was da lassen. So, wir haben einen Kräuterhändler. Und einen ganz neuen Stadtteil. Ja, richtig. Oh, weia. Nee, komm, das machen wir nicht. Wir springen jetzt mal hier weiter rum. Decken die Karte von diesem Stadtteil. Ah, wir müssen erstmal durch das Ding wieder durch. Okay, dann halt zurück. Also ja, wir gehen jetzt erstmal nicht in den neuen Stadtteil. Wir gehen zurück dahin, wo wir eben waren. Decken die letzten Fitzel der Karte auf. Verdrücken uns dann in eine Nische. Schlafen ein paar Stunden, bis die Tavernen aufhaben. Und hören uns dann um, wie dieser Stadtteil heißt. So, jetzt können wir springen. Wir würden gerne springen, da oben hin. Dann donnern wir einmal gegen die Westwand. Tock. Genau. Und dann da. Was ist das für ein Gebäude? Magistrat. Oh. Waren wir da schon? Da gucken wir doch mal hin. Östlich von uns. Hier. Neben der Tür steht... Seht ihr ein Brett mit Bekanntmachung der Stadtverwaltung? Wollt ihr die Anschläge studieren oder anklopfen? Ah, gucken wir uns jetzt mal die Anschläge an. Bekanntmachung. Bürger und Bewohner Lowangs. Hiermit ruft die Stadt offiziell und ab sofort bis auf Widerruf den Notstand aus. Die Lage bedarf keiner weiteren Erläuterung. Das ist wohl wahr. Folgende Regelungen treten in Kraft. Gemäß des Abkommen des Welschen Bundes ist Flüchtlingen nach besten Möglichkeit Unterkunft zu gewähren. Daher haben alle Herbergen ihre Unterkünfte gegen ein festgesetztes Entgelt von 5 Heller pro Nacht zur Verfügung zu stellen. Das ist ein gutes System. Sonst wird sowas bei Krisensituationen ja recht gerne ausgenutzt. Wer Flüchtlingen Unterkunft gewährt, darf einen Beitrag von 2 Hellern pro Nacht einfordern. Ha, also müsste eigentlich theoretisch jeder Stadtbewohner uns reinlassen für 2 Heller. Aber das machen die nicht. Na gut. Wer eine Waffe besitzt, die nicht zum Schutze der eigenen Person dient, muss diese binnen einer Woche im Gardehaus an der Eidaler Brücke gegen eine angemessene Entschädigung abliefern, um eine ausreichende Bewaffnung der Stadtgarde zu sichern. Niemand darf zu seinem Schutze mehr als eine Waffe besitzen. Unerlaubter Besitz von Waffen wird mit Geldstrafen, in schweren Fällen mit Kerkerhaft geahndet. Oh. Das ist jetzt nicht so praktisch. Weil so könnten wir uns ja auch ein bisschen was dazu verdienen. Irgendwelche Räuber oder Gesinde auf der Straße verprügeln und deren Habseligkeiten verkaufen. Aber wenn denn eine Patrouille kommt und sieht, dass wir 6 Säbel dabei haben von denen, dann kriegen wir bestimmt wieder Ärger. Niemand darf Nahrung verschwenden, vernichten oder zu einem anderen Zwecke denn der Ernährung verwenden. Die Vorratshaltung ist erlaubt, sofern dieser Vorrat den Maß einer Woche nicht überschreitet. Binnen einer Woche sind alle Vorräte, die über das festgesetzte Maß hinausgehen, dem Magistrat zur Verfügung zu stellen, damit die Bedürftigen davon gespeist werden können. Sowie der Handlung werden ebenfalls mit Kerkerhaft geahndet. Alles sehr gute Vorhaben bisher. Bürger und Bewohner Lowangs, hiermit sei Folgendes kundgetan. Wer der Stadt Lowang im Kampf gegen die Belagerung im besonderen Maße Dienste leistet,
Dem sollen dafür ehrenhalber auf Lebenszeit und darüber hinaus auf seine Nachkommen übertragbar die Bürgerrechte verliehen werden. Insbesondere braucht die Stadt Waffen und Nahrungsmittel. Wir könnten also hier Sachen abgeben, aber wir haben nichts. Na gut, wir merken uns schon mal, beim Magistrat können wir Waffen und Nahrung abgeben. Und vielleicht kriegen wir dafür irgendwelche wichtigen Informationen. Aber trotzdem sollten wir mal kurz versuchen, mit ihm zu reden. Nachdem ihr mehrmals geklopft habt, öffnet euch eine junge, schwarzhaarige Frau. Das Amt ist geschlossen, wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Wenn ihr etwas Dringendes vorzutragen habt, dann fasst euch bitte kurz. Andernfalls findet ihr alle wichtigen Informationen am Anschlagbrett. Wir haben etwas sehr Wichtiges vorzutragen. Haben wir das? Also für uns ist es vielleicht wichtig, ich denke nicht, dass es für die Stadt wichtig ist. Wenn wir da jetzt anklopfen und sagen, wir müssen hier raus, dann werfen wir uns garantiert in den Kerker. Also entschuldigt vielmals die Störung. Wir kommen natürlich auch alleine zurecht. Gut, also dann auf Wiedersehen. Ja. Ist auf der Karte notiert. Dann gehen wir mal kurz hier rum. Und dann verkriechen wir uns irgendein Markt- und Handelssekretariat. Okay, Westen. Hier. Markt- und Handelssekretariat. Die Tür des Gebäudes ist verschlossen und ihr werdet auf einen Aushang aufmerksam. Verfügung gemäß des Notstanderlasses. Die Dienste des Markt- und Handelssekretariats ruhen bis auf Weiteres. Die Rechtsgelegenheiten des Handels werden weiterhin direkt von der Stadtgarde geregelt. Entsprechende Begehren müssen im Gardehaus an der Eidaler Brücke vorgetragen werden. Die Eidaler Brücke wurde jetzt schon mehrfach erwähnt. Vor allem das Gardehaus. Das heißt, wir gucken jetzt, auf welcher Seite der Brücke des Gardehauses. Gardehaus an der Eidaler Brücke. Oh, das Eidal, der Fluss. Pension Haus Eidal. Okay, also ist das große Gebiet hier unten Eidal? Das ist echt ein wenig konfus. Die brauchen Straßenschilder, die brauchen unbedingt Straßenschilder. Aber ja, okay, haben wir noch irgendwelche wichtigen Gebäude? Wir haben ja anscheinend sehr viel übersehen. Wir haben ein Lagerhaus der glücklichen Maus. Der Sindetempel, Magierschule. Nee, anscheinend keine Gebäude der Regierung mehr. Nö, das sind alles Privathütten. Fex-Tempel. Da könnten wir uns mal umhören. Die haben ja doch immer recht gute Kontakte. Also Süden. Da ist wieder eine Herberge. Haben wir die schon notiert? Keine Betten im Haus. Kreuz und Dukat, ja, haben wir. So, Fex-Tempel, da kommen wir aber von hier aus nicht ran. Von hier aus auch nicht. Einmal im Kreis laufen. Ja, ich glaube hier in der Gasse. Passend zu einem Fex-Tempel. So, hallo. Nun denn, was ist von Interesse? Von Interesse ist Unterkunft. Hier nicht. Reisen. So komfortabel wie in anderen Gegenden ist das Reisen in den dortigen Landen nicht. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Okay. Handel. Handel und Wandel liegen in Lovang brach. Es gibt beinahe keine Waren mehr, die noch gehandelt werden könnten. Von Egelbronn? Keine Ahnung. Lovang. Was soll ich euch groß über Lovang erzählen? Seht doch selbst, was aus der Blüte des Nordens geworden ist. Ja, nicht mehr viel. Orks? Hoffentlich trifft bald Verstärkung ein, damit wir uns den Orkenbrut befreien können. Ja, das war nicht wirklich hilfreich. Ach, na gut. Raus hier. Und weiter umgucken. Die Markthalle. Oh. Oh. Da gucke ich doch mal hin. Westlich von hier. Da sollte sich der Gesinde rumtreiben. Also das Gebäude da, die braune Hütte. Im Gegensatz zu den ganzen anderen braunen Hütten, die hier stehen. Die da. Na ihr Süßen, wie wäre es? Ich mache auch einen besonderen Preis, wenn ihr alle mitkommt. Die haben auf jeden Fall einen Platz, wo man schlafen könnte. Aber es ist bestimmt ein wenig zu teuer. Aber wenn wir mitkommen, könnten wir herausfinden, wo deren Platz zum Schlafen ist. Ja. Je nach Neigung und Geschlecht verbringt ihr einige mehr oder weniger angenehme Stunden mit den Prostituierten.
So, wo ist deren Hütte? Oh, die haben keine Hütte. Wir haben uns in irgendeine Nische verkrochen. Das war nicht der Plan. Und wie teuer war das Ganze? Wir haben jetzt nur noch 28 Dukaten. Jetzt weiß ich nicht, wie viel es vorher waren. Aber na gut. Also, Notiz an selbst. Nicht mehr mit Prostituierten mitgehen. Die haben keine warmen Unterkünfte. So, also jetzt Markthalle. Durch einen offenen, breiten Torbogen tritt ihr die Markthalle. Ein fauliger Geruch steigt euch in die Nase. Von Marktständen ist nichts zu sehen. Aber in den Ecken sind Strohsäcke aufgeschichtet, auf denen mehrere Gestalten in Zerlumpterkleidung herumlungern. Ja. Als man euch bemerkt, kommt Bewegung in den Haufen. Wollt ihr kehrt machen oder abwarten? Wir warten ab. Im Nu seid ihr von zwielichtigen Gestalten umringt. Wie es uns auch gesagt wurde, sie bedrängen euch mit Betteleien nach Essen und Geld und beginnen schon an euren Beutel herumzufingern. Wollt ihr ihnen etwas geben oder versuchen das Gewindel abzuwimmeln? Wir versuchen es abzuwimmeln. Plötzlich kommen ein paar Messer zum Vorschein. Okay. So können wir auch an Ausrüstung rankommen. Wow. Okay, das sind viele Bettler. Und die sehen sehr skurril aus. Aber gut, wenn es so verdammt viele sind, denke ich mal, der Computerkampf wird das einigermaßen für uns richten. Computerkampf. Kampf berechnen. Ja, ruhig Magie benutzen. Als einer der Bettler zusammenbricht, fahren die Gestalten auseinander und fliehen zu ihren Strohsäcken. Am besten lasst ihr sie laufen. Ah, okay. Messer, 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 Dolch. Ein Heller. Oh weia. Ja, also hat wohl gereicht, dass wir einem davon eine blutige Nase verpasst haben. Oder auch ein wenig mehr. Wir würden aber eigentlich ganz gerne drin schlafen. Nichts rührt sich, als ihr die Markthalle betretet. Von den Bettlern, die neulich noch hier waren, ist nichts zu sehen. Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt da drin schlafen. Ich meine, da ist doch jede Menge Platz und es ist warm. Na gut, speichern wir ab. Jo, LP 033 und wir sehen uns gleich wieder.